Mittlerweile sitzen Abgeordnete in diesem Haus, die kann ich nicht anders bezeichnen als Rassisten. Wer sich so gebiert, ist ein Rassist, sehr geehrte Damen und Herren. Wenn der Grünen-Politiker Cem Özdemir erstmal loslegt und gegen RassistInnen austeilt, geht's meistens rund im Bundestag. Und ich will Ihnen zurufen, unser Deutschland, dieses Deutschland ist stärker, als es Ihr Hass jemals sein wird. Sie alle, wie Sie da sitzen von der AfD, wenn Sie ehrlich sind, dann würden Sie zugeben, dass Sie dieses Land verachten. Sie verachten alles. Sie verachten alles, wofür dieses Land in der ganzen Welt geachtet wird und respektiert wird. Aber auch an Verkehrsminister Andreas Scheuer oder den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan verteilt Özdemir regelmäßig verbale Backpfeifen. Wir finden Zeit für ein Best-of Cem Özdemir. Herr Minister, Sie kosten dem Steuerzahler zu viel Geld. Sie stehen dem Klimaschutz im Weg. Sie stehen dem Fortschritt im Weg, Herr Minister. Sie sind das personifizierte Standortrisiko für die deutsche Autoindustrie und für unser Land. Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Als Vorsitzender des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur hat Cem Özdemir natürlich eine ganz besondere Verbindung zu Verkehrsminister Scheuer und seinem Vorgänger Alexander Dobrindt entwickelt. Und mit ganz besonders meinen wir nicht ganz besonders liebevoll. Und das liegt unter anderem an den krachend gescheiterten Mautplänen der CSU. Aber, lieber Herr Scheuer, die Opferrolle, die steht Ihnen nicht. Denn mit der voreiligen Unterzeichnung der Mautverträge und vor allem mit Ihrem Unwillen zur Aufklärung gegenüber den Bürgern und gegenüber diesem Parlament haben Sie die vielleicht teuerste Bierzeltidee der Welt zu Ihrem ganz persönlichen Mautdesaster gemacht. Ich gebe zu, auch ich bin gerne in Bierzelten, zumal in Bayern, unterwegs. Aber ich würde niemals auf die Idee kommen, das, was ich im Bierzelt sage, in einen Gesetzestext des Deutschen Bundestages zu gießen. Da muss man erst mal wirklich drauf kommen. Aber Özdemir, der 1994 einer der ersten türkischstämmigen Abgeordneten im Bundestag war, ist auch in der Außenpolitik aktiv. Seine Lieblingsthemen in den vergangenen Jahren, die Türkei und ihr Präsident Erdogan. Solange Erdogan Präsident in der Türkei ist, so lange müssen die Beitrittsverhandlungen genau dort bleiben, wo sie gegenwärtig sind, nämlich im Tiefkühlregal ganz hinten. Mit Erdogan wird diese Türkei ganz sicher nicht Mitglied der Europäischen Union werden können. So deutlich die Kritik des früheren grünen Parteichefs an Präsident Erdogan immer wieder ausfällt, so sehr solidarisiert sich Özdemir auch mit Teilen des türkischen Volkes. Und Sie haben eines gezeigt, es gibt die andere Türkei. Die Türkei, die sich für Demokratie, für Toleranz, für Menschenrechte, für Minderheitenrechte, für Gleichberechtigung, also an die Werte Europas einsetzt. Denen gilt unsere Solidarität. Laut wird's bei Özdemir immer dann, wenn zwei seiner Lieblingsthemen im Parlament kollidieren. Sie zielen auf Erdogan, so sagen sie es zumindest. Aber er ist doch in Wirklichkeit Ihr Bruder im Geiste, ebenso wie Putin, ebenso wie Trump, ebenso wie Viktor Orban. Die sind alle Mitglieder im selben Macho-Club, wo man als AfDler Ehrenmitglied wird, meine Damen und Herren. Mit dem Einzug der AfD in den Bundestag wurde gleichzeitig einer der größten politischen Gegner Özdemirs ins Parlament gewählt. Wohl nicht mal seine beiden Parteivorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck, hinter die Özdemir in die zweite Reihe gerutscht ist, werden so derbe von der AfD angegangen wie der gebürtige Schwabe. Als Özdemir kürzlich im Bundestag von seinen Rassismuserfahrungen berichtete, lachte ihn die AfD aus. Ich weiß selber, wie sich Rassismus anfühlt. Ja, NSU und rechte Umtriebe beim KSK. Ich hoffe, dass es möglichst wenig junge Leute hören, ihr Gelächter hier. Aber Özdemir weiß sich dagegen zu wehren. Und diese Damen und Herren hier, ich habe das Mikrofon, Gott sei Dank können Sie es mir nicht abstellen. Ich weiß, von dem Regime, in dem Sie träumen, könnte man das Mikrofon abstellen. Aber das kann man hier Gott sei Dank nicht. Und Sie werden es nicht schaffen. Glauben Sie es mir. Ich sage Ihnen eins, wenn Sie drüber bestimmen würden, das wäre ungefähr so, wie wenn man Rassisten das Ausstiegstelefon für Neonazis geben würde. Merken Sie eigentlich, auf welch unsägliche Tradition Sie sich hier berufen? Schon einmal wurden in Deutschland Bürger ausgebürgert und ihnen die Zugehörigkeit abgesprochen. Das wird es mit uns nie wieder geben in diesem Land, meine Damen und Herren. Ihr identitäres Geschwätz widert mich an. Als Identitätsbeschaffungsmaßnahme reicht mir unser Grundgesetz vollkommen aus. Das ist die Geschäftsgrundlage unserer Republik und nichts anderes. Doch Özdemir war im Bundestag nicht immer so laut und wortstark vertreten. Lange Zeit fehlte er in seiner Fraktion, denn 2002 zog er sich aus dem Bundestag zurück. Damals wurde öffentlich, dass er einen zweifelhaften Privatkredit zu günstigen Zinsen von einem PR-Berater angenommen hatte.
Obendrauf kam ans Licht, wie er seine auf Dienstreisen erworbenen Flugbonusmeilen privat nutzte. Erst 2013 war Özdemir zurück im Bundestag und mit ihm hin und wieder auch ruhige philosophische Gedanken. Meine Damen, meine Herren, der große Demokrit wusste schon, Mut steht am Anfang des Handels, Glück am Ende. Herzlichen Dank. Am Anfang eures Glücks steht unser Abo-Button. Mehr von Cem Özdemir findet ihr in unserem letzten Video zum Thema Polizeigewalt. Und hier verrät euch Mr. Wissen2Go, was passiert, wenn die Grünen regieren.